Mein allerletztes Glas soll euch ein Anlass sein für neue Saufereien. Bitte versprecht mir das. Mein allerletztes Glas ist mehr als ein Pokal. Man hat ja nur einmal ein allerletztes Glas. Und wenn mit jedem Schluck das Leben leise abrennt und immerzu hinabrennt, trinke ich es Zug um Zug. Und jedes Rauschprojekt, das man einmal gesagt hat und immerzu vertagt hat, kommt wieder, wenn's mir schmeckt. Dann kann ich nicht mehr stehen, dann stützt mich irgendwer. Ich will vom Hügel her noch einmal alles sehen. Es ist ein Wartesaal, das Land, das mir verschwimmt. Ich habe Angst, das stimmt. Ein allerletztes Mal. Mag's nicht, nein. Dass so viele Politiker, wenn sie gefragt werden, nie eine Antwort geben, weil sie gelernt haben, Fragen auszuweichen und nur einen Senf zu erzählen. So viel Senf wird erzählt, damit die Wahrheit verschwiert, bis keiner mehr sieht, wohin der Weg in Wahrheit führt. Dass die Leute das nicht merken, dass so viel schiere Gesichter sehen, sich dran gewöhnen und die Hässlichkeit der Falschheit nicht verstehen. Glauben die sind was, dabei tun's nur so, als wahrer tun's wer. Na, die rangeln nur ums Mächtigsein, geben einer so dafür her. Populistisch ist das, sagt man dann, dem Volk aufs Maul geschaut. Ja, heißt es nicht, dass man dem Volk kein bisschen Gescheitheit zutraut? Nein, ich mag's nicht. Na, 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 das alles mag ich nicht. Ich sag's euch, das mag ich nicht. Ich mag's nicht, na. Am 28. Februar 2019 wurde Erika Bloha 80 Jahre alt. Anlässlich dieses runden Geburtstages feierte sie drei Tage davor, am 25. Februar, ein großes Geburtstagskonzert im Wiener Stadtsaal. Es traten viele Künstler auf. Einer davon war Werner Schneider. Es war 5 Tage vor seinem Tod, sein letzter Auftritt. They try to tell us we're too young to really be wrong. We only hurt, but can't begin to know the meaning of. But yet, we are not young at all. This love will stay though years may go. And then, what day they may recall. Not.
Letzte Ehre heute Nachmittag für Werner Schneider. Heinz Fischer, Klaus-Maria Brandauer, Peter Simonischek und viele andere Freunde und Weggefährten haben heute am Zentralfriedhof Abschied genommen. Der Doktor der Philosophie, Journalist und Kabarettist ist Anfang März mit 82 in Wien gestorben. Es ist ein würdiges letztes Geleit für Werner Schneider heute Nachmittag am Wiener Zentralfriedhof gewesen. Familie, Kollegen und Weggefährten haben sich von Werner Schneider verabschiedet. Ich habe auf seinem Schreibtisch einen Zettel gefunden, da standen ein paar Sätze drauf. Mit der Maschine geschrieben, mit seiner alten Olympia. Und der erste Satz lautete: Wie auch immer ich sterben werde, sicher nicht als Patient. Und das hat er wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem er einfach nur umgefallen ist. In diesem Alter, in dem man ist, wundert einen das schon gar nicht mehr, dass die Einschläge so knapp sind. Wir werden seine Erinnerung aufrechterhalten, solange es geht. Ein riesengroßes Geschenk für alle Freunde und natürlich für überhaupt alle, für das Publikum. So ein gescheiter, lieber Mensch. Eine schätzenswerte, liebenswürdige, gescheite, kluge, wichtige Persönlichkeit. Jeder weiß, was Werner Schneider für ein scharfer, scharfzüngiger Geist war. Was leider nicht so viele wissen, ist, was er für ein wunderbarer Poet und Lyriker war. Das ist ein ganz großer Verlust für uns alle. Und natürlich für die Verwandten, das ist ja klar, darüber braucht man gar nicht sprechen. Ich habe ihn sehr, sehr geschätzt und verehrt. Er war auf der richtigen Seite. Ein Freund, der Glück gehabt hat, dass es so ging, wie er sich das vorgestellt hat. Dass er den Tod gekriegt hat, den er offensichtlich bestellt hat. Für mich wirklich so eine unbeugsame Stimme Österreichs, die da leider verstummt ist. Und ich muss wirklich sagen, wir werden ihn sehr vermissen. Er hat eigentlich immer nur kluge Sachen gesagt, sehr pointiert, sehr intelligent, sehr scharfsinnig. Und ich muss sagen, ja, die Verabschiedung wurde ihm sehr gerecht. Drei Wohnsitze haben Werner Schneider geprägt. Wien und in Kärnten Klagenfurt und ab 1977 den Millstätter See. Er hat eine magische Beziehung zu dem Wasser des Wörthersees und des Millstätter Sees gehabt. Er ist mit dem Ruderboot rausgefahren zum Angeln und hat gehofft, dass kein Fisch anbeißt und hat gewartet, bis seine Seele Blasen wirft und seine Seele rülpst. Und er konnte dort wunderbar ausspannen und sich erholen. Und er war in seiner Kindheit, als Jugendlicher wurde er zum fanatischen Opernfan. Er sagt selber über sich, er ist ein klassische Musik bezogen, in bestimmten Sparten ein Opernwahnsinniger, seitdem er Madame Butterfly in Klagenfurt erlebt hat. Einen in Wien, der Heimat meines Vaters, und einen in Kärnten, am Millstätter See, wo ich schon als Kind war. Ich bin in Klagenfurt aufgewachsen. Wenn ich sage, ich bin Klagenfurter, dann muss man ein klein wenig einschränken. Ich bin in Graz geboren, aber ich sage immer, es war ein Anfall von Frühintelligenz, dass ich als Zweijähriger bereits nach Klagenfurt übersiedelt bin. Eine Stadt, die ich sage das ganz unsentimental, richtig lieben gelernt habe. Und ich habe dort maturiert und ich bin dann nach Wien zum Studium gegangen und dann hat es mich in den großen Beruf getrieben und da bin ich dann viel gereist und so weiter, aber immer wieder gerne nach Kärnten gefahren, wo ich ein paar Bezugspunkte habe. Der erste Bezugspunkt war der Fußballplatz und der zweite das Stadttheater Klagenfurt. Ich bin als Zwölfjähriger von meinem Vater mitgenommen worden in Madame Butterfly und seitdem bin ich ein Opernfan, um nicht zu sagen, auf einem ganz speziellen Gebiet ein Opernwahnsinniger und
habe die Gelegenheit gehabt, sehr viel zu sehen zwischen 12 und der Matura. Ich verdanke der Stadt Klagenfurt sozusagen meine künstlerische erste Ausbildung. Künstlerisch war Werner Schneider ausgesprochen vielseitig. Als Kabarettist, einige Jahre mit Dieter Hildebrandt erfolgreich, hat er später mit weiteren Partnern und auch als Solist große Erfolge gefeiert. Aber auch als Schauspieler, Autor, Regisseur, Boxkampfrichter und Sportreporter hat er gearbeitet. Ruhe gefunden hat Werner Schneider am Millstätter See. Ich habe einmal erzählt, dass ich in Millstatt meine Kindheit verbracht habe. Also nicht meine Kindheit, sondern ungefähr 1,5 Jahre, die mich geprägt haben, weil ich nicht nur das Kriegsende erlebt habe, sondern auch Fischen gelernt habe, Schwimmen gelernt habe, Bootsfahren gelernt habe. Und deshalb war das für mich eine entscheidende Wendung in meinem Leben, dass ich mir im Jahre 1977 ein wunderschönes, altes, verkommenes, aber schönes Haus am Millstätter See kaufen konnte. Heute hat das mein Sohn und ich habe gegenüber auf der anderen Seite in Millstatt eine Wohnung. Und ich habe dort Jahre verbracht, in denen ich meiner Frau geschworen hatte, im Sommer nichts zu arbeiten. Das war natürlich insofern gelogen, weil ich ja gelesen habe oder geschrieben habe, aber mit nichts arbeiten war gemeint, nicht reisen, nicht fahren, keine Engagements annehmen, also nicht zu dingeln, was man eben in diesem Beruf machen muss. Und da habe ich mit dem Wasser eine magische Beziehung aufgebaut, die sicherlich als Kind am Wörthersee entstanden. Ich bin mit einem Dreirad vom Kreuzberg in Klagenfurt zum Wörthersee gefahren, mit dem Dreirad. Ich sage immer heute, wenn ich auf den See schaue, ich erspare mir alle indischen Schwindler. Ich brauche nichts Magisches und nicht, wenn ich mit dem Ruderboot rausgefahren bin auf den See und stundenlang geangelt habe und im Unterbewusstsein immer das Gefühl gehabt habe, hoffentlich beißt nichts, weil ich einfach nur, ich habe für mich den Ausdruck gefunden, die Seele rülpst. Ich habe immer gewartet, bis die Seele Blasen wirft. Also meine Auszeiten habe ich gehabt. Es ist so in allen unseren Berufen zwischen Showbusiness und Rampe, dass man die große Anerkennung und den großen Beifall anstrebt. Ich finde, 100% sind etwas, was dem Faschismus sehr wohl ansteht. Denn 100% Beistimmung und Übereinstimmung und 100% Beifall sind für mich verdächtig. Ich habe mein Leben lang den Ehrgeiz gehabt, das Publikum zu teilen. Ich habe im Kabarett eine Episode gehabt, die für mich also beispielgebend ist, die Bedienung in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, eine intelligente Frau, die dort schon Faktotum war, kommt lachend in einer Vorstellung meines Soloprogramms in die Garderobe und sagt, jetzt habe ich was Lustiges erlebt. In der Zweierloge hat der Mann gesagt, ich gehe jetzt, weil ich heute dieses linke Arschloch nicht länger aus. Hat seine Frau gesagt, du hörst ihm nicht zu, das ist ein Liberaler. Und da habe ich zu der Bedienung gesagt, deshalb spiele ich Kabarett. Ich will die Diskussion auslösen, den Disput. Ich will, dass die sich in die Haare kriegen, ob ich recht habe oder nicht. Dann habe ich das erreicht. Man spricht immer das hässliche Wort bewirken. Bewirken kann man gar nichts. Kein Politiker ändert seine Verhaltensweise, nur weil ein Kabarettist sagt, das ist richtig oder falsch. Kabarettisten, die das von sich glauben, sind arme Irre. Hochstapler sind ja auch Hochstapler und arme Irre. Aber das, wenn man erreicht, dass sie zu streiten beginnen, wenn man die Debatte auslösen kann. Also wenn zu mir heute einer sagt, sie sind gar nicht so, wenn er mich privat kennenlernt, dann sage ich, was meinen Sie mit, sie sind gar nicht so? Und er sagt, so unsympathisch, so besserwisserisch, so Dings. Sage ich, ja, wenn Sie meinen, dass ich so bin, dann bin ich so. Und wenn Sie meinen, dass ich nicht so bin, dann bin ich nicht so. Nicht? Aber Sie müssen mich, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn Sie was von mir lesen, dann müssen Sie mich als den sehen, der das sagt und schreibt. Und da können wir leider keine Kompromisse machen, sondern entweder ja oder nein.
zu den größten Blamagen der politischen Gegenwart, und sie ist reich an Blamagen, zählt mit Abstand dieser amerikanische Präsident Trump. Ich habe ihn in meinem letzten Kabarettprogramm charakterisiert als der einzige Blonde aus der Adams Family. Das ist wirklich unfassbar, dass ein Land, das sich aufspielt als Weltpolizei, als die große Ordnungsmacht unserer Zivilisation, einen verlogenen Psychopathen zum Präsidenten wählt und wenn man Pech hat, möglicherweise sogar eines Tages wieder wählt. Ein Mann, der mit der Stabilität dieses Planeten so unglaublich leichtfertig umgeht und eigentlich meine ich, für manche seiner Äußerungen verhaftet gehört, wenn man eine gewisse Art von Gesetzgebung konsequent anwendet. Aber wir dürfen als Europäer ja nicht vergessen, was bei uns passiert. Zum Beispiel Italien hat diesen Berlusconi einmal wiedergewählt. Und der spielt, glaube ich, jetzt schon wieder eine politisch relevante Rolle. Das ist ja auch nicht zu begreifen. Also, da der Kampf gegen die Dummheit, ich bin wieder bei meinem von mir verehrten Erich Kästner, nie enden wird und nie enden kann, muss man also heute sagen, also wir haben unglaublich viele Leute, die man mit dem Vorwurf, dass sie eigentlich vertrottelt sind, aufspießen muss. Und der Trump ist natürlich eine ganz führende Erscheinung, ja. Und man wird ja so gerne dann charakterisiert oder abgestempelt als Anti-Amerikaner. Also die Rechtspresse spricht dann immer von einem Anti-Amerikanismus und so weiter, nicht? Das ist jetzt unter Linken üblich geworden oder dergleichen. Überhaupt nicht. Ich meine, man weiß, was dieses Land an Qualität hervorgebracht hat, auf Literatur, Musik und Philosophie und Ökonomie weniger segensreiche, aber halt natürlich auch gescheite Produkte. Aber Trump hätte ihnen nicht passieren dürfen, hätte uns allen nicht passieren dürfen, diesem Planeten nicht passieren dürfen, nein. Und was an dieser Sache einen so manchmal fertig macht, ist das Bewusstsein der Machtlosigkeit und der Kraftlosigkeit gegenüber diesen gewissermaßen unerreichbaren Instanzen. Lied von den Chefetagen. Ich bin natürlich jetzt lange Solo-Kabarettist gewesen, aber den großen Karriereschritt habe ich ja als Duo gemacht mit dem großen deutschen Kabarettisten Dieter Hildebrandt, der 10 Jahre älter war als ich. Der Konstantin Wecker ist 10 Jahre jünger als ich. Wir sind alle 10 Jahre auseinander, sind auch zweimal im Leben miteinander aufgetreten, einmal in Zürich und einmal in Linz. Und dieser Dieter Hildebrandt wurde mit mir verkuppelt, das ist eine ganz lange Geschichte, auch von einem Österreicher, einem Freund, dem Schauspieler Kurt Weinzierl, der hat uns zusammengebracht. Und ich habe in diesem Hildebrandt einen Mann erlebt, da gibt es diese schöne Formulierung Lebensmensch. Bin sein Partner geworden und wir haben im Jahre 1985 in der damaligen DDR gastiert, also wirklich 4 Jahre vor deren Ende. Das war das Regime natürlich noch voll am Ruder. Ich war schon vorher 2-mal in der DDR, als Österreicher durfte ich da rein, weil wir nicht NATO-Land sind und auch mit der DDR Geschäfte gemacht haben. Ich habe da 2-mal Soloprogramm gespielt und eines Tages haben die mich gefragt, ob ich denn noch einmal mit Hildebrandt, wir waren schon getrennt, auftreten würde. Und ich habe gesagt, ja, gerne, warum? Ja, wir wollen den Dieter haben, aber den kriegen wir nicht rein. Das ist eben Westen Klassenfeind, Bundesrepublik Deutschland geht nicht. Aber wenn Sie einen Vertrag machen mit uns und bringen den Dieter Hildebrandt als Partner mit, das geht. Also diese diplomatische, wirklich wollte, haben wir geschlagen. Der Dieter war natürlich Feuer und Flamme, dass er in den deutschen Osten konnte. Und wir haben damals ein Programm gemacht, Zugabe Leipzig, und da haben wir denen
Ordentliches zugemutet und die haben das aber auch akzeptiert. Wir waren natürlich sehr, sehr listig, das ist klar. Wir haben nicht gesagt, also der Kommunismus ist ein Todsünder. Also ich meine, es war nicht primitiv, was wir gemacht haben, aber wir haben ihnen in etlichen Nummern aufzulösen gegeben. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man im deutschen Osten mit den Leuten redet, ist das als Kabarettgeschichte geblieben. Zum Beispiel das Lied vom mündigen Bürger. Sind sie gezählt? Oh ja! Haben sie immer richtig gewählt? Oh ja! Nie das Ziel der Klasse verfehlt? Ah, ah. Dann sind sie mündig! Zweifeln sie nie? Nein, nie! Fahren sie den richtigen Ski? Und wie? Glauben sie an sie irgendwie? Wie sie? Dann sind sie mündig! Tragen sie Gurt seit der Geburt? Wie steht's mit Trimmen? Haben sie sich aufs Normgewicht gekurt? Dann sind sie schlank. 5 Pfund. Haben 6% auf der Bank. Na und? Sind geimpft und deshalb nicht krank. Gesund! Dann sind sie mündig. Sind sie sexuell befreit? Antizyklisch disponierend, sind sie zu jeder Tageszeit tendenzbewusst kommunizierend. Verstehen sie das Weltgeschehen, wenn sie 10 vor 10 sehen? Lieben sie Staat? Oh ja! Haben sie den Staat stets bejaht? Oh ja! Ihn geliebt, was immer er tat? Oh ja! Dann sind sie mündig. Fühlen sie weich und klar, zahlen sie Steuern freudig und leicht. In Bar fühlen sie sich ungerecht reich. Sie narr, dann sind sie mündig. Sind sie gestresst? Hier mein Attest, ich bin fix und fertig. Alles okay, ja, sie bestehen den Test. Wie wohl das tut, nur Mut, ihr Kontrollverfahren, das ruht. Wie gut. Aber bleiben Sie stets auf der Hut, ruhig Blut, denn Sie sind mündig. Ich hatte jetzt 31 Tage Gelegenheit, mit Ihnen zusammenhanglos, so vollkommen aus der Improvisation heraus, Geschichten zu erzählen über meinen Beruf, über mein Privatleben, über meine Jugend in Kärnten. Ich möchte nicht mich von Ihnen verabschieden, ohne eine Frage zu beantworten, die mir öfter gestellt wird: Wo stehen Sie eigentlich politisch? Und die beantworte ich in einem Lied, und das auch ein Programmtitel wurde. Das war mein Comeback-Programm nach 10-jähriger Pause im Jahre 2008. Das Lied heißt "Ich bin konservativ" und das Programm hieß "Ich bin konservativ". Da habe ich gesagt, das können Sie doch nicht im Ernst meinen, Sie sind doch nicht konservativ. Und da habe ich gesagt, oh ja, denn konservativ kommt aus dem Lateinischen von conservare und das heißt bewahren. Und die Leute, die sich heute Konservative nennen, bewahren nicht, sondern sie zerstören. Sie zerstören die Umwelt, sie zerstören die kaufmännische Moral, sie zerstören den sozialen Zusammenhalt, die ökonomische Balance. Sie verwenden dieses Wort sozusagen fälschlicherweise. Sie sind Zerstörer und keine Konservative. Menschen, die bewahren wollen, und zwar das Wertvolle, das Sinnvolle, und bewahren wollen eine Evolution in einem positiven Sinn, das sind die wahren Konservativen. Und insofern muss ich sagen, der ich mich ja in Kärnten immer in die Politik eingemengt habe, oder und zwar in einem positiven Sinn insofern, dass ich in Deutschland, Kärnten in einer Zeit, wo man immer von braunen Kärnten geredet hat und von den Neonazis, habe ich immer gesagt, das ist ein kompletter Blödsinn. Es gibt ein anderes Kärnten, und ich möchte jetzt sozusagen in meinem kleinen Abschiedsspeech Ihnen versichern, dass ich immer gesagt habe oder immer gehofft habe, dass das andere Kärnten einmal wieder das Sagen hat. Und da das jetzt so ist, fühle ich mich in diesem Land ganz besonders wohl. Aber es ändert nichts daran, dass ich konservativ bin.
Ich bin konservativ. Ich hab's gern, wenn etwas was wert ist, bewährt und geklärt und verehrt ist. Ich bin eher konservativ. Ich bin konservativ. Ich sag sehr gern entweder oder. Und das ist antik und das Mode. Ich bin ziemlich konservativ. Ich atme gern ein, ich trinke gern Wein, ich lieg furchtbar gern im Gras. Ich esse gern Salat und jungen Spinat, auch Pilz suchen macht mir viel Spaß. Ich esse gern Reh, besonders Filet, mein Wohlhaben macht sich bezahlt. Ich find Sparen dumm und ich liebe Konsum. Ich bin also ungern bestrahlt. Sie sehen, ich bin konservativ. Für mich ist kein Herr, der den Sir spielt, den Sir in jedweder Couleur spielt. Da bin ich sehr konservativ. Ich bin konservativ. Ich freue mich, wenn einer Schlips trägt. Doch wenn er im Hirn nur mehr Chips trägt, also da bin ich total konservativ. Ich bin ungern arm, ich habe es gern warm, ich fahre demnächst wieder ans Meer. Ich liebe den Applaus, ich bin gern zu Hause, ich verkehre nicht sehr gern mit Verkehr. Ich esse gern Quark, ich liebe den Park, im Morgentau glitzernd und feucht. Ich habe meinen Staat schon des Öfteren bejaht. Ich bin also ungern verseucht. Darf ich es Ihnen noch einmal sagen? Ich bin konservativ. Schon wichtig, wie gut die Bilanz ist. Doch nur, wenn die Erde noch ganz ist, da bin ich ganz konservativ. Ich bin konservativ. Verachtet sein von Kindeskindern? Ich weiß nicht. Ich will das verhindern. Ich bin eben konservativ. Da habe ich gesagt, das können Sie doch nicht im Ernst meinen. Sie sind doch nicht konservativ. Und da habe ich gesagt, oh ja, denn konservativ kommt aus dem Lateinischen von conservare und das heißt bewahren. Und die Leute, die sich heute Konservative nennen, bewahren nicht, sondern sie zerstören. Sie zerstören die Umwelt, sie zerstören die kaufmännische Moral, sie zerstören den sozialen Zusammenhalt, die ökonomische Balance. Sie verwenden dieses Wort sozusagen fälschlicherweise. Sie sind Zerstörer und keine Konservative. Menschen, die bewahren wollen, und zwar das Wertvolle, das Sinnvolle, und bewahren wollen eine Evolution in einem positiven Sinn, das sind die wahren Konservativen. Ihnen in aller Form das Du-Wort. Dieter. Werner. Brüderlein und Brüderlein, wollen alle wir sein, ob Plump oder Schwein. Brüderlein, Brüderlein und Brüderlein,
lasst den Bruder Kuss uns heucheln. Übt von früh bis spät Solidarität, wollen wir uns auch längst meucheln. CSU, CDU, du, immer zu. DFB, DFB, immer zu, immer zu. Immer schlimmer, immer zu. Industrie, unsere Wachstumsindustrie, der du Gewerkschaft lieb siehst, so hab es wie nie. Komm, schlage vor, lasst uns hier schlaget die ein, Zukunft sehen. Schlaget ein. Und auf jeden Fall bis zum großen Knall, bis zum großen Knall. Lieb und einig untergehen. Flüsse tot, Gift im Brot, du. Immer zu, Opfer trägt, du. Was wird wohl nach uns sein? Du, 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 arm sind die Kinderlein. Du, du, was sein muss, muss halt sein. Wohnungsnot, Hunger, Tod, Leistungssport, Menschenmord. Wird der Planet uns auch öd, komm, wir scheißen ihn zu. Aber immer per du. Weißt du, was mir am deutschen Kulturleben am meisten imponiert? Das Kabarett. Lust. Diese lockere, intelligente, unverkrampfte Art der Bewältigung von Vergangenheit. Mord an Völkern, Mord an Rassen, zwischen Kunst und zwischen Kassen. Alles ernst und doch noch heiter, Feldmarschall und auch Gefreiter. Judensterne, Heldentaten, alte Schlager, Frontsoldaten, Väter sagen, glaub mir, Kleiner, damals gab's noch Entertainer. Nazis sind so schick in Revuen, sind so herrlich nostalgisch. Die Golden 40s mit KZ-Appeal und Hitler lässt die Wangen erglühen. Selbstverständlich sehr kritisch, man weiß historisch viel. Doch die SA in Goethes Faust ist mehr Kunst als Holocaust. Und es wird der braune Rock Requisit für jeglichen Schmuck. Zadek oder Süberberg, Rumpelstilzchen, siebter Zwerg, Kabarett, Lili Marleen. Schrecklich war's, doch irgendwie schön. Und so hat man eine Mühe mit dem Kochen brauner Brühe aus dem Urschlamm. Griechenkröten wollen wieder Frösche töten. Die Geschichte wird verraten von erzwungenen Demokraten ohne Folgen. Die Gesetze, alles möglich, jede Hetze. Aber Nazis sind so schick für Ästheten, denn es hat jedes Grauen so richtig aufbereitet seinen Schauwert. Hitler, selige Proleten, zu schwarz-weiß, da vermisst man den interessanten Grauwert. Die SS hat auch gefickt, Kinder, war die Zeit verrückt. Sex gab's auch im Dritten Reich, Menschen sind doch allzeit zugleich. Was gab's neben Eva Braun?
noch an geile Nazi-Frauen, hatte doch das Hakenkreuz, offenbar erotischen Reiz. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Ihr Selbstmord war nicht übereilt. Ihr Werk hat 10 Bände, ich lese die zu Ende und bin von jeglicher Hoffnung geheilt. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Zum Ausstieg wär's bald wieder Zeit, die Welt zu beschreiben, als sich zu vertreiben. Sie wären sicher bald wieder so weit. Die Militärs sind wieder militärisch. Die Uniform lässt Bürger keine sein. Die Herren werden immer frecher herrisch. Denn die Genossen stehen in ihren Reihen. Das Kapital hat längst seine Gewerkschaft. Und die Gewerkschaft hat ihr Kapital. Die Linken kultivieren ihre Sekten. Und die Faschisten stehen im Wartesaal. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Und grüßen Sie das Totenreich. Auch wenn wir noch bleiben und spielen und schreiben, es läuft die Geschichte, wie man leider sieht, gleich. Was würde er sagen, dass bei uns eine Nationalzeitung erscheinen darf, eine deutsche Wochenzeitung? Was würde er sagen, wüsste er, dass das Oberlandesgericht Linz das Tragen des Hakenkreuzes außer Strafe gestellt hat? Dass beim Lischka-Prozess Beifall und Gelächter im Gerichtssaal ertönte bei dem Zitat, die Kopfhaut einer Judenstirn ergibt einen prima Lampenschirm. Dass der österreichische Innenminister messerscharf geschlossen hat, dass der Wiederbetätigungsparagraf auf junge Menschen naturgemäß nicht anwendbar ist. Unsere Jusos sagen, in einem Rechtsstaat muss man auch mit der neuen Rechten leben. Hören Sie, möglich, dass Verhaften und Verbieten ein Stich ins Wespennest wäre. Möglich, dass diese Methode fehlgeht. Möglich. Aber dass tatenloses Zusehen zwangsläufig zum Untergang führen muss, das ist historisch erhärtet. Wenn etwas hilft, dann hilft Wert den Anfängen. Wenn auch das nichts hilft, hilft nämlich nichts. Tucholsky hat 1930 geschrieben, Blick in ferne Zukunft. Und wenn alles vorüber ist, wenn sich das alles totgelaufen hat, der Hordenwahnsinn, die Wonne in Massen aufzutreten, in Massen zu brüllen und in Gruppen Fahnen zu schwenken, wenn diese Zeitkrankheit vergangen ist, dann wird es eines Tages wieder sehr modern werden, liberal zu sein. Dann wird einer kommen, der wird eine geradezu donnernde Entdeckung machen. Er wird den Einzelmenschen entdecken. Er wird sagen, es gibt einen Organismus Mensch geheißen und auf den kommt es an. Und ob der glücklich ist, das ist die Frage. Dass der frei ist, das ist das Ziel. Gruppen sind etwas Sekundäres. Der Staat ist etwas Sekundäres. Es kommt nicht darauf an, dass der Staat lebe. Es kommt darauf an, dass der Mensch lebe. Und dann wird sich das auswirken. Und 100.000 schwarzer, brauner und roter Hemden werden in die Ecke fliegen und auf den Misthaufen. Und die Leute werden wieder Mut zu sich selber bekommen, ohne Mehrheitsbeschlüsse und ohne Angst vor dem Staat, vor dem sie gekuscht hatten wie geprügelte Hunde. Und das wird dann so gehen bis eines Tages. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Ihr Selbstmord war nicht übereilt. Ihr Werk hat 10 Bände, ich lese die zu Ende und bin von jeglicher Hoffnung geheilt. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky, und grüßen Sie das Totenreich. Auch wenn wir noch bleiben und spielen und schreiben, es läuft die Geschichte, die man leider sieht, gleich. Sie sind so glänzend erschüttert. Sie sind so ehrlich erbittert. Man müsste sie fast engagieren. Sie spielen vor uns ihre Rollen und tun mimisch fast, was wir wollen. Sie wären die Stars aller Schmieren. Sie stellen sich hier orts in Frage. Doch morgen ist einer der Tage, an denen sie uns nur verhöhnen. Sie spielen die miese Komödie als Drahtzieher jeder Tragödie. Wir können uns nicht mehr versöhnen. Ende der Spielzeit, aus mit dem sich verneigen. Wir sind kein Bumslokal für den besseren Trieb.
der Spielzeit, was immer wir auch zeigen. Ihnen ist scheißegal, was der Dichter schrieb. Ende der Spielzeit, daran ist nichts zu ändern, auch wenn ihr dem zum Trotz noch applaudiert. Es gab nur eines, was uns geeint hat, dieses Vergessen, wer wen zum Feind hat. Heute ziehen Hände den Vorhang zu, Ende der Spielzeit. Als ich zum ersten Mal auf einer Bühne stand, war es ein Abschiedsabend. Da man mich glänzend fand, war ich nicht mehr verkannt nach diesem Abschiedsabend. Vorbei mit Poesie, vorbei mit Junggenie nach diesem Abschiedsabend. Aus mit dem Dichterschmäh, ich war beim Kabarett nach diesem Abschiedsabend. Ich habe mir oft gedacht, nach jedem Schlussapplaus, das war ein Abschiedsabend. Sah es mir nach Kleinkunst aus oder nach Schauspielhaus, immer ein Abschiedsabend. Die langen Bustourneen nachts an den Theken stehen, tagtäglich Abschiedsabend. Nach Proben die Premiere, im Jahr drauf die Dernier, immer ein Abschiedsabend. Fett und verfressen, müd und beschädigt, möchte ich den Jungen noch sagen, ja, nicht vergessen, die, die euch erledigt, für ihr Versagen zu klagen. Halbweich gesoffen, voll von Geschichten, möchte ich die Jungen beschwören, weiter zu hoffen, nicht drauf zu verzichten, was euch zerstört, zu zerstören. Satt und im Wohlstand, schief und verbogen, tauge ich doch noch zum Zeugen. Wen ich zu hohl fand, wen zu verlogen, fragt mich, ich werde nicht schweigen. Zynisch und zweifelnd, fast ausgewrungen, weiß ich doch noch, was wir lernten. Das Müdsein verteufelnd wünsch ich den Jungen, dass sie zufriedener ernten. So sag ich noch einmal korrekt, auf Wiedersehen nach diesem Abschiedsabend. Das Auseinandergehen ist leicht zu überstehen nach einem Abschiedsabend. Ganz ohne Emotion, fürs Fernsehen reicht's jetzt schon mit diesem Abschiedsabend. Jetzt wird gleich abgedreht, es ist schon ziemlich spät für einen Abschiedsabend. Apropos die Wahrheit suchen, apropos die Wahrheit brauchen, jetzt kommt ein sehr guter alter Freund zu mir auf die Bühne, den Sie alle kennen, den ich schon lange kenne, der am Anfang nur geglaubt hat, ich bin fesch, und dann hat er mich schon langsam kennengelernt und hat gemerkt, ich bin auch nicht blöd. Darf ich bitten, Werner Schneider. Dies ist das Richtige. Ich finde es sehr sinnvoll, nach dem Lied über Sterben dran zu kommen. Ich habe... So war die Dramaturgie? Ja, ich habe vor 2 Jahren ja, das Fest gefeiert, dass du übermorgen feiern wirst. Also, dass du ja mal richtig in heute feierst. Und da habe ich auch ein Lied gesungen, wo ich mich an die Vergangenheit erinnert habe. Eigentlich an die Zeit, wo ich 17 war und mich auf die Spuren begeben habe. Und da war ich am Wörthersee im Strandcasino Werzer beim 5 Uhr Tee. Da war ich nie in seinem Alter, aber bitte. Ich schon, mit 17. Schade, dass du nicht dort warst. In diesem Sommer, aller Sommer, da hieß der Eintritt noch Montré. Da gab es noch den 5 Uhr Tee und noch den Satz, darf ich bitten. In diesem Sommer, aller Sommer, Whisky-Pool und tanzte mancherlei Figur zum mühsam begriffenen Schritt. Und die Band, die hieß Combo und der Sänger soufflierte, die Herren
wieder probierte, Archeus ojos verdes, die mir das erinnert, ich habe mir alle, eterna se de amar. In diesem Sommer, aller Sommer, der ganze Mond und weißen Kies, dieser warme Wind, der fließt, die Töne in andere Lagen. In diesem Sommer, aller Sommer, ging ich mit ihr dann zum Strand. Und als ich zitternd vor ihr stand, da wusste ich nichts mehr zu sagen. Und da war ich so dankbar für klingende Fetzen aus brauchbaren Schlagern mit sinnreichen Sätzen. In diesem Sommer, aller Sommer, das war die kinnlose Zeit. Da war nicht sexuell befreit, da gab's noch Ängste und Tränen. In diesem Sommer, aller Sommer, das sah's mich chancenmäßig aus. Da wandte man allein nach Haus, da blieb Luft der Hoffnung sinnen. Wenn man nachts leise stöhnte, wie der schönste der Schlager seine Opfer verhöhnte. They try to tell us we're too young. Too young to really be wrong. We only hurt, but can't begin to know the meaning of. But yet, we are not young at all. This love will stay though years may go. And then, one day they may recall. Leb wohl und nicht adieu, diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörter Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss.
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bleib nicht zu lange fort, denn ohne dich ist halb so schön. Darauf hast du mein Wort. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, das eine glaube ich. Nachher wird es noch mal so schön, das Wiedersehen mit dir. Nachher wird es noch mal so schön, das Wiedersehen. Ja, vielleicht gibt's nach dem Tod doch ein Wiedersehen. Werner Schneider selbst hat diese Hoffnung 63 Monate vor seinem eigenen Tod am Sarg seines Freundes Dieter Hildebrand auf dem Münchner Südfriedhof am 2. Dezember 2013 genährt, indem er die beiden Schlüsselpersonen Irene und Sammy im Leben von Dieter Hildebrand angesprochen hat und gefragt hat: Irene, falls du uns hören kannst, Sammy, falls du uns hören kannst. Beide waren fast drei Jahrzehnte davor verstorben. Liebe Renate, liebe Ulla, liebe Jutta, liebe, falls du uns hören kannst, Irene, lieber, falls du uns hören kannst, Sami, liebe Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum, werte deutsche Öffentlichkeit. Das Bayerische Fernsehen hat vor einer Woche ein langes Gespräch mit Dieter Hildebrand aus dem Jahre 2002 wiederholt. Da hat er sehr viel über den Tod gesprochen, auch über die Vorstellungen vom Abschied, dem wir jetzt beiwohnen. Es fiel mein Name, hat er erwähnt, einen Text, den er von mir gelesen hat. Und so wie ihn gefunden hat, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu zitieren. Leider unperfekt. Er war der alterslose Altmeister einer Schule. Eine Schule, die lehrt, Moral haben, Haltung haben, Mitleid haben, aus allem heraus Gegnerschaft entwickeln und diese Gegnerschaft auf unterhaltende, auf komische Art deutlich zu machen. Man hat das einmal politisches Kabarett genannt, bevor einige, mittlerweile auch nicht mehr junge Damen und Herren, diesen Begriff zu diffamieren versuchten, weil sie erstens von Politik nichts verstanden, daher nicht gewusst haben, wovon die Rede ist, weil sie ihre privaten Stoffwechselprobleme so wichtig genommen haben, dass sie grundsätzlich alles für komisch hielten, was mit diesen Witzen machte, oder weil sie es für eine große Aufgabe hielten, ihre satirische Fähigkeiten den Anpinkeln der Kollegen zu widmen. Dieter Hildebrand konnte nicht aufhören, politisch zu denken. Er konnte nicht aufhören, Mitleid mit den Opfern einer Gesellschaftsordnung zu haben. Er konnte auch nicht aufhören, wütend auf die am Unrecht Schuldtragenden zu sein. Er übte den Beruf des politischen Kabarettisten nicht aus, er war einer. Als die Postfeuilletonisten und deren Erlebenden begannen, Comedy mit Kabarett, bunte Abende mit Satireprogrammen zu verwechseln, als sie schon Fortgebildeter begannen, die Richtungen gegeneinander auszuspielen, als es für enorm progressiv hielt, ein politisches Engagement im Allgemeinen und das des Spaßmachers im Besonderen zu verhöhnen, als die Bösmenschen das Maß der Dinge wurden, ließ sich Hildebrand nicht einen Moment irritieren. Er blieb in Haltung, Tonfall und Stil eher. Er wurde als Marke mit seiner Marke alt. Er hat alles überstanden.
Eine neue Generation politischer Bühnensatiriker wird sich auf ihn berufen. Mehr kann man von einer Biografie nicht verlangen. Dieter Hildebrand war ein Mann von Noblesse. Privat eher konfliktscheu. Ich glaube, er musste auf die Bühne, um dort den Streit austragen zu können, den er im Leben vermied, um dort, auf der Bühne, vor der Kamera, den Mut und die Bedingungslosigkeit zu haben. Dieter Hildebrand war ein nach München verschlagener Schlesier, dessen Ahnen aus dem Süden kamen, wahrscheinlich aus Böhmen und Mähren. Kurz, Hildebrand war Österreicher. Anders wären seine wesentlichen Charaktereigenschaften, Begabungen und sein Erfolg nicht zu erklären. Als ihn seine Beine noch mühelos trugen, spielte er Fußball. Und gar nicht schlecht. Er konnte dribbeln. Er hatte Spielwitz und Ballgefühl. Aber wenn er einmal einen Gegenspieler ausgetrickst hatte und an ihm vorbei war, blieb er stehen und wartete, bis sich der Überspielte wieder vor ihm aufgepflanzt hat. Dann versuchte Hildebrand ihn ein zweites Mal zu überspielen, was meist schon misslang. Beim dritten Mal dann immer. Ähnlich war sein sprachliches Verhalten. Wenn er den Gegenstand seiner Betrachtung auf die Pointe gebracht hatte und damit einen Lacher erzielt, wollte er den Lacher verdoppeln. Und war manchmal nur von wenigen Auserwählten daran zu hindern, mit der dritten Pointe die fabelhafte erste endgültig vergessen zu machen. Dieter Hildebrand ist nicht nur deutsche Kabarettgeschichte, er ist deutsche Geschichte schlechthin. Als ich als neutraler Österreicher in der DDR zu gastieren begann, sagten die Leute auf der Straße, teils scheu, teils laut, grüßen Sie mir den Dieter. Er war eine Symbolfigur für eine Haltung gegenüber der Macht. Dass diese Haltung möglich war, hat der Macht im Westen den Schrecken genommen, wie er von der eigenen Macht verordnet war. Dieter Hildebrand hat durch seine Präsenz auf dem Bildschirm mehr zur deutschen Wiedervereinigung beigetragen als so mancher politische Schleichhändler. An Hildebrand musste man immer die Möglichkeit einer Spontanität bieten, wobei ich jetzt nicht Improvisation meine, sondern dass er sich zugetraut hat, in kürzester Zeit auf Aktualitäten zu reagieren und es auch gekonnt hat. Er hatte die Nerven, sozusagen in der Garderobe noch Text zu lernen. Einen Text, den ich nicht aufzusagen gewagt hätte, hätte ich ihn nicht einen Tag vorher schon gekonnt. Er ging mit den Sätzen so ungeheuer locker um. Es sah noch so nach spontanem Einfall aus, was es aber natürlich nicht war. Bei Tänzern spricht man von Schwerelosigkeit. Bei Fred Astaire sieht man eben nicht mehr, dass die Step-Figuren minutiös erarbeitet sind. Am Schluss ist es einfach so, es passiert. Der Step-Tanz passiert mit ihm. Dieter Hildebrand war ein Sprechsteller. Mit Dichtung konnte und wollte er nicht dienen, mit Schriftstellerei sehr wohl. Wenngleich es sich, wie schon angedeutet, um eine sehr spezielle Art von Literatur handelt, aufgeschriebener Sprache im Sinne des Gesprochenen von Phonetik. Es gibt Menschen, die von der gesprochenen Sprache beharrlich etwas anderes verlangen, als von der gesprochenen. Aber alles, was man sagen kann, kann man auch notieren, also schreiben, also drucken. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass die vom menschlichen Mund gebildeten Laute typografische Entsprechungen haben, die man Alphabet nennt. Die Sprechstellerei ist eine Richtung, eine Schule, ein Zweig der Literatur. Nicht besser, nicht schlechter, nur anders. Dieter Hildebrand war der Prototyp eines Sprechstellers. Der Blick in seine Kabarettmanuskripte, im Besonderen in die seiner Soli, macht das sofort begreiflich. Hildebrand notierte das Nicht-Notierte, schrieb den ungeschriebenen Nebensatz, den nicht zu Ende geschriebenen Hauptsatz. Wie oft musste ich die Frage beantworten, sagen Sie, da ist doch das meiste improvisiert. Es war schwer und auch unnütz, jemandem begreiflich machen zu wollen, dass man Hänger, also Gedächtnislücken, auch schreiben kann. Es gibt zwei Schriftzeichen, denen man ihre Kraft beim ersten Hinsehen gar nicht zutrauen würde. Den Gedankenstrich und die drei Punkte. Hildebrand war ein Virtuose dieser beiden Zeichen, zudem ein bedeutender Manipulant der Technik, aus einem Satz, einem Gedanken nicht mehr herauszufinden, sie zu verheddern und vorgespielt zufällig
mit der Umdrehung des Gedankens oder dessen Verballhornung zu enden. Natürlich stand am Beginn dieser Technik die Natur. Der Sprecher, der Vortragende wird sich beim Sprechen der ingemäßen Technik und Sprachbehandlung bewusst, was wiederum mit Wirkung zusammenhängt. Er kultiviert seine Sprechweise und macht sich die Theorie seiner Sprachbehandlung zu eigen. Eines Tages hat der Sprechsteller dann seinen Stil. Und die Qualität dieser Art von Literatur besteht darin, wenn Bücher entstehen, dass der Leser beim Lesen den Autor reden hört. Tonfall heißt dieser Stil. Tonfall. Vielleicht sind also Sprechsteller Grenzgänger. Boten, die zur Verständigung, zur Versöhnung von Literatur und Sprechsprache auffordern. An dieser Stelle breche ich den von Dieter gewünschten Text ab, denn ich möchte nicht von einem Duo sprechen, sondern von ihm. Er schreibt in seinem Buch »Was bleibt mir übrig?« über seine Partei. Der Weg vom linken zum rechten Flügel der SPD ist zu Fuß nicht mehr zu bewältigen. Der lange Marsch durch die Institutionen muss in Wahrheit in rasanter Eile vor sich gegangen sein, war wohl mehr ein Durchmarsch. So gesehen sind die Feiern zum 100-jährigen Sozialistengesetz ein Witz, besonders wenn man den Untertitel laut vor sich hinspricht und der lautet Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Es darf gelacht werden, aber leise, die roten Teufel wollen schlafen. Den dummen Satz des Staatsratsvorsitzenden der DDR, es gäbe keine Wiedervereinigung, denn die beiden Staaten wären noch nie vereinigt gewesen, zerschmetterte er so. Als Deutscher bin ich sowieso immer geteilter Meinung, wie wir alle immer geteilter Meinung sind, über die Erbteilung. Wem gehört wer? Wem gehört Goethe? Was hat er in Frankfurt gedichtet, was in Weimar? Ost-Goethe, West-Goethe, Ost-Faust, West-Faust? Wem gehört der Divan? Beide. Wem gehört Martin Luther? Das ist entschieden. Ihr hier in der DDR kriegt den mit den Thesen, wir behalten den Antisemiten. Wem gehört Bert Brecht? Na wem wohl? Den Brechtschen Erben. Friedrich der Große, der von der Ufer, der so aussah wie Otto Gebühr, das ist unserer. Ihr behaltet den, der mit Voltaire die französische Revolution vorbereitet hat. Hitler, das ist eindeutig. Den haben 99% der Bürger gewählt, die jetzt alle bei uns wohnen. Das Entscheidende zu seinem Beruf, sagt er, in den schlimmen Tagen der Aktivität der RAF. Ich hatte nur Angst, nicht alles sagen zu können, was mich bedrückte. Das war eine Menge. Immer erst vorher bekennen zu sollen, dass ich selbstverständlich heimtückische Morde wie die an Dubak, Schleyer und Moro verabscheue. Dass ich aber die Art, wie man Menschen, die nach den Beweggründen von Terroristen fragen, mir nichts, dir nichts zu den Sympathisanten packt, fast noch mehr verabscheue. Dass eine satirische Sendung dazu Stellung nehmen muss, sonst wäre es Schönwettersatire. Dass ich die rigorose Absetzung einer Sendung, wie kurz vorher geschehen, für krasse Zensur halte, dass Einseitigkeit kein Vorwurf sein darf, denn schon Heinrich Mann hätte gerade das an Goethe so positiv hervorgehoben, dass es Zweiseitigkeit nicht geben kann. Und dass der Unterschied zwischen Ambivalenz und Unbeirrbarkeit ein großer sei. Und man Unbeirrbarkeit nicht mit Sturheit verwechseln dürfe. Und schließlich, dass Kabarett nicht von Menschen gemacht werde, die einen Staat zu Tode kritisieren, sondern mit Lust, List und Laune lebendig spielen wollen. Dieter, zum Abschied noch ein Satz von dir. Du sagtest ihn nach Samis Tod und er betrifft heute viele hier. Man kann nichts dagegen tun, dass so eine Freundschaft eben doch zertrennt.